Frage des heutigen Moduls nochmal anschauen, sind wir glücklich? Was kann man dann aus den Ergebnissen der längsten Studie zu dieser Frage ableiten? Wir haben leider nie wirklich direkt gefragt, was ist für Sie Glück, aber wir haben unsere Antworten aus verschiedenen Fragen abgeleitet. Zum einen, wie optimistisch sehen Sie in die Zukunft oder wie optimistisch betrachten Sie die Zukunft für sich und Ihre Kinder? Das haben wir jedes Jahr gefragt. Wir haben auch immer gefragt, wie man sich selber empfindet, also inwieweit man sich identifiziert mit dem aktuellen System oder Bürger Sachsens zu sein oder Bürger oder als ehemaliger DDR-Bürger. Also die Identitätsfrage haben wir sehr ausführlich beantwortet. Und wir haben auch in jeder Erhebung eine offene Frage drin und haben auch in dieser Frage manchmal gefragt, was erinnern Sie besonders gut an die DDR, was war da besser als jetzt oder was ist inzwischen besser? Und da zeigt sich immer sehr deutlich, dass die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kindheit sehr, sehr gern als sehr sicher erinnern und sehr glücklich schildern. Was definieren Sie als glückliche Kindheit? Vor allem den Aspekt, dass sie in Sicherheit aufwachsen konnten, dass sie wussten, was passiert. Also, dass man quasi innerhalb seines Lebens eine gewisse Planungssicherheit hat oder dass man vorausschauen kann auf das, was passiert. Dass man weiß, okay, das und das kommt und das ist für alle gleich oder das und das habe ich zu erwarten. Die andere Antwort, die mir aus den Ergebnissen der Sächsischen Längsenstudie ins Auge fällt, ist die Frage im Zusammenhang Glück und Sozialisationserfahrung. Also was übernehmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder was übernehmen wir alle von unseren Eltern? Messen wir Glück daran, was unsere Eltern uns vorgelebt haben oder sind wir vielleicht auf der anderen Seite des Kontinuums, dass wir sagen, nein, wir definieren Glück für uns komplett anders und gehen ganz andere Wege als unsere Eltern. Und da zeigt sich in den Ergebnissen der Sächsischen Längsenstudie, dass die Sozialisationserfahrungen, also das, was von den Eltern mitgegeben wird, schon sehr gravierend und prägend sind. Vor allem, wenn ich sage, ich brauche eine Familie zum Glücklichsein, dann sind doch sehr viele Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen von uns, die auch eine Familie gegründet haben, die auch, so wie das vielleicht von den Eltern vorgelebt wurde, zwei Kinder haben, aber mindestens ein Kind und die auch darin einen wesentlichen Faktor für ihr Glück sehen. Ein anderer wesentlicher Faktor für die Tatsache, ob jemand glücklich ist oder nicht, ist die Frage, werde ich gebraucht in dieser Gesellschaft? Und das können wir ganz oft natürlich daran ablesen, ob wir eine Arbeit haben, beziehungsweise welche Arbeit wir haben und ob wir uns in dieser Arbeit gewertschätzt fühlen oder gebraucht fühlen. Und wir haben an den Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern der Sächsischen Längsenstudie sehen können, dass sie zum Teil sehr oft arbeitslos waren oder beziehungsweise dass sehr viele, nämlich 70% mindestens einmal in ihrem Leben von Arbeitslosigkeit betroffen waren, dass aber viele es geschafft haben, wieder in den Beruf zurückzukommen und diesen Bruch in ihrer Lebensbiografie durchaus sehr positiv verarbeitet haben. Die Frage wäre ja, ob sich Personen, die in den Westen gegangen sind, also in die alten Bundesländer, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen unterscheiden, die in den neuen Bundesländern geblieben sind. Ungefähr 25% unserer Teilnehmer sind in die alten Bundesländer gegangen und spannenderweise sind es auch Teilnehmer oder Personen, die jetzt nicht pendeln, sondern die haben sich dort wirklich auch integriert, beruflich etabliert und sind dort sehr glücklich, haben aber ihre Familienorientierung zum Beispiel als einen Wert, der maßgeblich ist, um glücklich zu sein in seinem Leben, mitgenommen. Wir haben in allen Jahren gefragt, was denken Sie, wann die innere und die politische Einheit zwischen beiden Teilen Deutschlands hergestellt sein wird? Und da ist eine ganz spannende Entwicklung zu verzeichnen, dass nämlich von der ursprünglichen Euphorie, die 1989 und 1990 sich gezeigt hat, schon auch dahingehend, dass man sagt, naja, spätestens in 5 bis 10 Jahren ist die Einheit hergestellt, inzwischen ein eher skeptischer Blick sich abzeichnet,
Weil inzwischen sagt man, okay, wir denken, in 10 bis 15 Jahren ist die Einheit hergestellt. Das heißt, dieses Einheitsempfinden auf die innere und die politische Einheit verknüpft oft damit, dass die Leute sagen, ja, wir empfinden uns inzwischen nicht mehr so häufig, aber manchmal nach wie vor als Bürger zweiter Klasse, hat sich in den letzten Jahren stark verschoben. Und für mich als Forscherin ergibt sich daraus die Frage, ist das wirklich ein wesentliches Kriterium, nicht nur um glücklich zu sein, sondern kann das ein politisches Ziel sein, dass sich alle als Einheit empfinden? Oder gibt es nicht vielleicht auch Unterschiede zwischen Norddeutschen und Süddeutschen, also zwischen Hamburgern und Münchnern? Und inwieweit brauchen wir unsere eigene Identität? Inwieweit brauchen wir auch das Zugeständnis zu unserer eigenen Identität? Nach der Wende war es so, dass viele gar nicht wollten, dass man erfuhr, dass sie aus den neuen Bundesländern sind. Und inzwischen ist auch hier ein Wandel zu verzeichnen, auch bei den Teilnehmern und Teilnehmern unserer Stichprobe, dass sie sagen, ja, wir sind stolz darauf, dass wir die DDR noch erlebt haben. Wir müssen uns dafür nicht verstecken. Und diese Identität hat auch einen wesentlichen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Lebenserfahrung, auf das, was uns wichtig ist. Wenn wir zu unserer Eingangsfrage zurückkommen, sind wir glücklich, dann können wir für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Sächsischen Längsten-Studie sagen, ja, die sind glücklich. Die sind glücklich, weil sie in Freiheit leben, genauso wie sie glücklich sind, dass sie die Sicherheit ihrer Kindheit erfahren durften. Die sind glücklich, weil sie diese Chance, eine Herausforderung von Veränderung hatten, weil das ist auch ein wesentlicher Punkt, wie weit befinde ich mich in Stabilität und Sicherheit und wie viel Herausforderungen habe ich. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig für das persönliche Glück, hier eine gute Antwort zu finden und sich nicht immer nur in der Komfortzone des Lebens oder dessen, wie wir uns eingerichtet haben, zu befinden. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in ihrem aktuellen Leben glücklich und sie sind auch glücklich darüber, dass die deutsche Einheit stattgefunden hat, dass sie sie miterleben durften, dass sie sie mitgestalten durften und das Glück darüber, dass sie erleben durften, wie eine Gesellschaft sich neu formiert, wie sich eine Gesellschaft transformiert, denke ich, wird vielen im Laufe ihres Lebens immer gegenwärtiger. Dabei gibt es wenig Unterschiede in der Gegenwart hinsichtlich der Frage, ist jemand glücklich oder nicht, abhängig davon, ob er sich vor 25 Jahren eher als systemtreu oder als Systemgegner eingestuft hat. Was darauf schließen lässt, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie doch sehr flexibel sich an die aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst haben und hier jeder seinen eigenen Weg gefunden hat.